sehe voll fertig aus. Ich bin auch fertig. Gestern habe ich gar nichts gemacht. Ich habe gestern wirklich nur auf der Couch gelegen und Wärmflasche auf dem Rücken. Ich hatte so Schmerzen. Mir war es nicht möglich, irgendetwas zu tun. Und dann ist es dementsprechend auch heute an mir hängen geblieben. Ist aber auch nicht schlimm. Ich habe das anscheinend doch einfach mal gebraucht, den ganzen Tag einfach nichts zu tun und Filme zu schauen und sonst gar nichts zu machen. Eine Sache haben wir aber gemacht, und zwar habe ich endlich die Füße von meinem Schrank gestern, also mein Mann hat das dran gemacht. Ich habe jetzt auch so ein bisschen meine Deko aufgeräumt, weil ich fahre jetzt auch am Wochenende zu meinen Eltern. Diesmal ein bisschen länger. Fast eine Woche. Ich hätte den Schrank wirklich viel lieber an der Wand gehabt, aber es geht mit dieser TV-Bank nicht. Ich habe dreimal bei IKEA gefragt und die haben gesagt, es geht nicht, weil der Schrank wohl zu schwer ist. Und jetzt habe ich gesagt, gut, dann lasse ich es halt jetzt so. Und deswegen musste ich dann halt auch Beine finden, die mir halbwegs gefallen. Und damit bin ich ganz zufrieden. Mein Fernseher ist gerade schief. Aber das ist nur, weil wir das in so einem, das hängt in so einem Arm, dass wir den Fernseher bewegen können. Und wir haben den grundsätzlich schief. ich mache jetzt mal die Tür auf, dann kann man das alles besser sehen. Jetzt gehe ich mal zurück. Das ist jetzt praktisch die Wand, wo wir drauf gucken, wenn wir Fernsehen und wenn Besuch da ist. Die Deko ist noch nicht so 100%. Das ist noch nicht so 100%. Aber es ist mal was. Es ist ordentlich, es ist sauber und es ist mal was. Dieses Sideboard wird auf jeden Fall runtergehängt, weil es ist falsch von der Höhe. Irgendwie haben die Jungs mich falsch verstanden und auf einmal war der so hoch und das wird definitiv so nicht bleiben. Es ist wahrscheinlich auch das, was mich jetzt so extrem stört, dass es einfach hoch ist. Es ist zwar praktisch, man muss sich nicht bücken, aber es sieht blöd aus. Es sieht einfach nicht gut aus. Und das wird um 10 cm ungefähr nach unten gemacht. Das machen wir dann alles nach und nach. Und die Ecke sieht so aus. Das neue Küchenschrank, den ich jetzt geholt habe, der wird noch aufgehängt in der Küche. Das ist auch der einzige Grund, wieso ich die Küche nicht zeigen will. Die ist einfach im Moment gar nicht, wie ich sie geplant habe. Es kommt immer wieder was dazu. Jedenfalls sieht diese Ecke jetzt auch erstmal ein bisschen ordentlicher aus. Die Bilder hängen. Und ja, mal gucken, vielleicht mache ich das eine Bild vom Schlafzimmer hier hin und eins davon rüber. Mal gucken. Ja, aktueller Stand. Heute war es sehr chaotisch. Wir hatten nämlich jemanden für die Heizung da. Unsere Heizungspumpe ist kaputt. Die waren 2,5 Stunden hier, die haben mir eigentlich meinen ganzen Tag versaut. Also zeitlich gesehen bin ich total spät mit allem jetzt. Ich habe nichts von dem, was ich vorhatte, heute geschafft. Mein ganzer Tag ist eigentlich hin. Ich habe jetzt schnell Essen gemacht und ich werde jetzt noch schnell die Nudeln aufsetzen. Dann werde ich essen schon mal. Mein Mann kommt heute leider zu spät von der Arbeit. Und ich werde nicht wieder so lange warten wie das letzte Mal, dass mir wieder komisch wird und schwindelig wird. Ein Glück habe ich schon alles fertig geputzt. Ich habe heute das Treppenhaus noch sauber gemacht. Ich habe noch eine Ladung Wäsche in der Waschmaschine. Ich habe mir meinen Teig schon gemacht für Brot. Ich habe heute ein bisschen Brot gebacken. Oder ich backe noch. So, wir haben jetzt schon 6:30. Ich habe gerade wieder voll den Tiefpunkt, wie immer um die Uhrzeit. Ich habe jetzt Brot gebacken. Ich habe nämlich keine Lust, jeden Tag zum Bäcker zu gehen. Ich mag das Selbstgemachte einfach mehr. Ich werde mir jetzt meinen Kaffee machen, wie immer. Und ich habe gerade richtig Lust auf ein Stück Schokolade. Habe ich immer was Deftiges gegessen habe, möchte ich immer ein Stück Schokolade dann essen oder Nutella-Brot. Oh ja, ich esse Nutella-Brot mit meinem frisch gebackenen Brot. Ja, das mache ich jetzt. Boah, das Wochenende war echt nicht meins gewesen. Ich hatte mich so auf den Feiertag gefreut und es ging einfach voll nach hinten los. Naja, ist halt manchmal so. Nächste Woche, ich arbeite noch die Woche und nächste Woche habe ich nochmal
meine letzte Woche Urlaub und da fahre ich zu meinen Eltern rüber. Nach sehr langer Zeit mal wieder. Ich war echt schon seit Februar nicht mehr da. Da kam halt die ganze Situation und dann hat man gearbeitet, dann haben wir renoviert und dann hin und her und schwupps sind die Monate wirklich rumgegangen. Jetzt haben wir schon Oktober. Ich wünschte, ich hätte es im Sommer ein bisschen geschafft, damit man auch noch schönes Wetter hat, aber jetzt muss ich meinen Koffer mit dicken Pullis einpacken. Ich habe heute meine Winterjacke angezogen. Die letzten Tage waren mir zu kalt mit der Fleecejacke. Oh, und heute habe ich meine Winterjacke wieder an. Boah, ich zitter voll, ne? Ja, der Winkel ist ein bisschen schwierig. Naja, ich gehe jetzt rein, ein bisschen was arbeiten. Guten Morgen. Es ist schon wieder der nächste Tag. Heute ist Mittwoch. Leute, ich war gestern K.O. Ich bin nach Hause gekommen und dann war jemand da für die Heizung im Bad. Die wurde noch dran gemacht, die hat noch gefehlt. Dementsprechend ist es dreckig geworden und ich durfte gestern Abend noch mal richtig schön sauber machen nach der Arbeit. Boah, das Wetter ist heute gar nicht schön. Es ist nur regnerisch und dunkel und wolkig und alles, was nicht toll ist. Komischerweise, dieses Jahr macht mir das gar nicht so viel aus. So was mein Gemüt angeht. Kennt ihr das? Also viele machen das Wetter sehr abhängig mit ihrem Gemüt, also mit ihrer Laune und so. Und ich war eigentlich auch immer so jemand, wenn es morgens dann so dunkel und eklig war, bin ich echt überhaupt nicht aus dem Bett gekommen. Aber vielleicht, weil es noch der Anfang ist, ist es noch nicht so schlimm. Ich weiß es nicht. Aber letztes Jahr ging es mir auch nicht so schlecht. Mal gucken, wie es dieses Jahr ist. Wie ist das denn bei euch, wenn das Wetter umschlägt? Seid ihr dann auch schlechter gelaunt oder fallt ihr auch in so eine Winterdepression? Oder das würde mich echt mal interessieren. Sagt mir das mal bitte. Würde mich so interessieren, wenn es kalt und regnerisch und dunkel ist. Seid ihr dann schlechter gelaunt oder macht euch das nichts aus? Schreibt mal in die Kommentare. Meine Kameraqualität lässt echt zu wünschen übrig, wenn das Licht schlecht ist. Aber kann ich gerade nicht ändern, sorry. Ich habe keine Blockkamera, ich habe nur mein Handy und meine andere Kamera, die ist so groß, kann ich nicht überall mit rumschleppen. Außerdem, wenn die mir runterfällt und kaputt geht, dann wäre ich sehr, sehr sauer. Ich werde jetzt reingehen und wir sehen uns dann später. Bis dann. Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen von der Arbeit und durfte erfahren, dass unsere Heizung schon wieder nicht geht. Irgendwas ist da wieder. Und es ist sehr kalt hier. Ich bin gespannt, wann jetzt jemand kommt, um nochmal zu gucken. Naja, ich gehe jetzt erstmal duschen und dann werde ich was essen in Ruhe. Regt mich richtig auf gerade. Es ist nicht gerade angenehm bei den Temperaturen, aber kann man jetzt nicht ändern. Müssen wir mal abwarten. Wie geht's euch heute Morgen? Ich bin jetzt gerade wieder angekommen auf der Arbeit. Ich habe geparkt und habe gerade noch meine About You Sachen zurückgebracht zur Post. Und ich, Schlaubi, habe alle Pakete durcheinander gebracht. Also es waren lauter so kleine Päckchen. Und ich habe die Retourenscheine verwechselt. Also ich weiß nicht genau, welche Retourenschein jetzt für das Päckchen war, wo ich nicht haben will, wo ich zurückschicken will. Jetzt habe ich einfach ein Foto von dem Retourenkleber gemacht. Ich habe den bei der Post natürlich gefragt, ob man das irgendwie nachvollziehen kann, ob das der richtige Zettel ist. Und er hat gesagt, nein, das geht nicht. Jetzt habe ich einfach abgeschickt und habe gesagt, auf gut Glück, ich probiere es jetzt einfach. Wenn es nicht ankommt, habe ich wenigstens ein Foto und den Nachsendeschein, dass ich das Paket auch wirklich weggeschickt habe. Versuchen wir unser Glück. Ich habe auch schon bei About You eine E-Mail geschrieben, dass ich den Returnkleber vergessen habe. Aber ich hatte keine Lust, jetzt extra noch zu warten auf die E-Mail. Jetzt habe ich es einfach versucht. Also wenn es klappt, lasse ich es euch wissen. Ich werde jetzt noch ein paar Minuten warten müssen und dann geht der Tag auch schon wieder los. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr genießt trotzdem so ein bisschen das Wetter. Also in der Kamera kommt es wirklich heller rüber, als es eigentlich ist. Ne? Das ist so dunkel. I!
Aber wie gesagt, ich versuche damit klarzukommen. Aber wow, das ist ein wunderschöner Baum, oder? Wow, das ist ein toller Baum. Naja, jedenfalls geht mein Tag jetzt auch. Das war mein Autoschlüssel. Wie gesagt, der Tag geht jetzt los. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Genießt es trotzdem irgendwie. Seid dankbar, dass ihr eine Arbeit habt, wenn das Aufstehen morgens manchmal echt mühselig ist. Leute, wir müssen alle unser Brot verdienen gehen. Auch im Winter. Ich versuche euch hier gerade so ein bisschen positive Vibes rüber zu schicken, damit wir nicht alle ganz so traurig sind, damit, dass es so heiß ist. Leute, es ist zu früh für mich, weil es kalt ist, meine ich, und regnerisch und dunkel und trüb. Ist das gerade sein Ernst? Ich verstehe das nicht. Wieso parken die Leute jedes Mal den anderen zu? Das ist ein Parkplatz und die stellen sich hinter die Autos, die rausfahren. Ich verstehe es nicht. Mann, Leute, man muss zur Arbeit. Man kann nicht warten, bis du weg bist. Ja, ja, jetzt fahr jetzt mal ein bisschen zurück. Unglaublich, ne? Auf den Millimeter lässt er mich raus. Was für ein Sport so früh am Morgen. Oh, Entschuldigung, ich darf was finden. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir einen Parkplatz finden. Ich habe sogar einen richtig guten gefunden. Direkt einmal geradeaus rein. Schön. So, ich bin jetzt zu Hause. Ich habe Feierabend. Wir haben jetzt kurz nach 14 Uhr. Und ich fange jetzt als erstes an, die Bettwäsche abzuziehen. Und zu waschen. Und bis heute Abend ist sie dann fertig und dann kann ich das Bett nochmal frisch überziehen. Und in der Zeit mache ich alles andere. Ich werde jetzt ganz grob alles staubwischen und saugen und wischen und dann kann ich morgen in Ruhe fahren. Selbstverständlich habe ich mir meinen Kaffee gemacht, den kann ich nebenbei trinken und dann würde ich sagen, legen wir los. Thank you.
Leute, ich habe jetzt alles geputzt. Ich bin fix und fertig. War eigentlich gar nicht so viel. Ich habe oberflächlich geputzt heute, aber es war nötig. Wir haben jetzt auch was gegessen. Ich werde jetzt duschen. Dann werde ich meine Kur auf meine Haare machen. Und dann werde ich meinen Koffer packen. Und dann war es das auch schon für heute. Dann beziehe ich noch mein Bett. Dann bin ich fertig für heute. Ich werde jetzt aber noch mal kurz runtergehen. Meine Schwägerin ist nämlich kurz gekommen. Ich möchte sie kurz sehen, bevor ich wegfahre. Und dann, ja, dann mache ich erst weiter. Genau. Trinken zusammen ein Käffchen. Ich habe ganz vergessen, wie es ist, so lange alleine Auto zu fahren. Langweilig, anstrengend. Ich bin da. Hi. Grüß Gott, dein Koffer. Im Auto. Hi. Hallo. Hi. Hast du doch noch geschafft? Hallo Stinky. Oh, jetzt ist schon wieder alles ganz anders. Shame. So ihr Lieben, ich muss mein Outro von hier aus drehen. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen, das war's mit dem Video. Ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich werde euch alles hier verlinken, die letzten Videos und meinen Kanal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss!